Der wahre Grund, warum du beim Abnehmen scheiterst. Du versuchst seit einiger Zeit, vielleicht bereits seit Jahren abzunehmen, deinen Bauch wegzubekommen, kriegst das aber nicht so richtig hin. Es ist eher ein Auf und Ab in einer gewissen Range. Jedes Mal gehst du mit neuer Hoffnung an einen Versuch, dein Fett loszuwerden, bekommst aber wieder nicht die Ergebnisse heraus, die du gerne hättest. Heute gebe ich dir meine Erfahrung aus mehr als 30 Jahren als Personal Trainer und Coach weiter. Dieses Video wird dir dabei helfen, das Endlose im Kreisdrehen zu durchbrechen. Legen wir los. Zuerst einmal, hallo, mein Name ist Stan Schulze von Stan Schulze Personal Training. Ich habe mich darauf spezialisiert, Männer über 40 und jenseits davon zu extrem guten Ergebnissen beim Fettabbau und Muskelaufbau zu verhelfen. Und das alles immer vor dem Hintergrund von maximaler Gesundheit und Langlebigkeit. Also super aussehen, topfit fühlen und ewig leben. Warum scheitern so viele beim Abnehmen oder haben kleine Erfolge und nehmen dann immer wieder zu? Viele drehen sich jahrelang im Kreis, ohne da rauszukommen. Meistens steigt das Gewicht sogar allmählich immer weiter an über die Jahre, trotz der Abnehmversuche oder wegen der Abnehmversuche. Kleine Ausrutscher wie Urlaub oder ein schönes Wochenende führen oft zur Gewichtszunahme. Woran liegt das? Was sind die Gründe? Das liegt ganz eindeutig daran, dass der Körper nicht angemessen reagiert auf Umwelteinflüsse und er ist aus dem Gleichgewicht geraten. Zwei wichtige Worte, reagieren und Gleichgewicht. Heißt so viel, dass körperliche Prozesse nicht so funktionieren und reagieren, wie sie müssten. Zum Beispiel die natürliche Appetitbremse haben wir nämlich, und zwar auf mehreren Wegen. Wenn der Körper versorgt ist, wenn er alle Stoffe bekommt, die er braucht, echte Nährstoffe, sinkt der Hunger. Und wenn der Körperfettanteil steigt, sinkt ebenfalls der Hunger. Er sinkt dann natürlicherweise dauerhaft ab, bis der Körperfettanteil wieder ein geringes Niveau erreicht hat. Das sind zwei Mechanismen, die verhindern, dass Menschen fett werden. Zwei Mechanismen, die bei vielen Menschen verstellt sind, nicht mehr funktionieren. An dieser Stelle muss ich mal unbedingt einfügen, dass ich in meinen YouTube-Videos immer nur einen kleinen Einblick geben kann, die immer nur das Thema grob anreißen können, um Impulse zu geben. Ich könnte hier locker 2 Stunden nur über die Appetitproblematik beim Abnehmen reden. Das geht natürlich nicht. Zurück. Herbeigeführt werden die Störungen und damit die Gewichtszunahme durch selbstsabotierende Gedanken, die dann zu den entsprechenden sabotierenden Handlungen führen. Auch hier ein kleines Beispiel. Du glaubst nicht, also Gedanken, dass Pestizide adipogene Stoffe enthalten und du kaufst dann, jetzt sabotierende Handlung, deshalb konventionell angebautes Obst und Gemüse. Das war jetzt ein sehr einfaches Beispiel. Es geht natürlich wesentlich komplexer, aber du sollst sehen und verstehen, dass Gedanken immer den Handlungen vorausgehen. Adipogene sind im Übrigen Chemikalien, welche direkt Fettaufbau auslösen. Die sabotierenden Gedanken im Kopf sind nicht immer so leicht zu identifizieren wie bei dem einfachen Beispiel gerade eben. Da fällt mir ein, da gibt es dieses schöne Lied der Fantastischen Vier. Nur in deinem Kopf. Und genau so ist es. Nur in deinem Kopf. Alles nur im Kopf. Wie sehr das zutrifft, wird dir erst dann so richtig klar, wenn du eine Sache geschafft hast oder überwunden hast. Dann denkst du immer, ach du Scheiße, was habe ich da nur so lange gemacht? Jeder Ex-Raucher weiß genau, wovon ich spreche. Erst dann fällt dir auf, wie sehr du dich selber sabotiert hast. Im Grunde geht es immer nur darum, das Richtige zu tun. Und vom Richtigen werden wir leider durch falsche Gedanken abgehalten. Meistens haben diese Gedanken etwas mit Nein zu tun. Beobachte dich mal. Das geht nicht, das kann ich nicht, das ist zu schwer. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das klappt. Nee, so bin ich nicht. Bei mir geht das bestimmt nicht so. Naja, und so weiter. Und so bleibt der Bauch dick und das Sixpack unerreichbar. Du fühlst dich morgens im Bad beim Blick in den Spiegel bereits schlecht. Vielleicht lässt du sogar das T-Shirt nach der Nacht an, um dich im Spiegel nicht sehen zu müssen. Das ist kein guter Start in den Tag. Viel schöner ist es doch, wenn man sein Spiegelbild gut findet. Und den meisten ist auch ausreichend bewusst, dass die Gesundheit leidet, wenn der Körperfettanteil zu hoch ist. In jungen Jahren geht es mehr um das Aussehen. Aber Männer ab 40 werden meiner Erfahrung nach bewusster,
was die körperliche Gesundheit angeht. Die eigene Sterblichkeit wird so ganz langsam realisiert und wie schön es doch wäre, lange zu leben, dabei gut auszusehen und gesund zu sein. Gesundheit ist nicht so leicht zu definieren. Es ist auf jeden Fall ein Zustand, in dem der Körper, Geist und das soziale Leben in Ordnung sind. Im wahrsten Sinne des Wortes in Ordnung. Alles ist in seiner Ordnung. An dieser einfachen Definition erkennt man, dass alle Bereiche des Lebens eng miteinander verwoben sind und sich gegenseitig bedingen. Warum ist es für viele so schwer, endlich einfach schlank und vielleicht sogar muskulös zu sein? Was ist das Problem? Problem Nummer 1, Information. Erst einmal, Informationen reichen nicht aus, das stelle ich immer wieder fest. Wäre es anders, würden alle Menschen einen tollen Körper haben. Wie man fettlos wird und Muskeln aufbaut, kann man leicht herausfinden. Es gibt tausende Bücher zum Thema Fettabbau und Muskelaufbau und Ernährung und Training und Gesundheit. Alles wurde bereits vielfach aufgeschrieben, aber dennoch werden die Menschen immer fetter und unfitter. Ich denke, es ist ganz einfach so. Die meisten machen nicht, was in so einem Buch steht. Und dann kommt noch dazu, dass viele Informationen schlichtweg falsch sind. Nur kurz und knapp ein Beispiel zum Verdeutlichen. Low Carb ist so ein Irrtum. Am schlimmsten ist Zero Carb, also null Kohlenhydrate. Kann man damit abnehmen? Ja, kann man. Es gibt auch Studien dazu, aber es ist nicht so gesund und es ist schlecht für den Muskelaufbau. Es wird natürlich immer das Gegenteil behauptet. Ich will da nicht tiefer reingehen, nur so viel sagen. Verweigerst du deinem Körper hochwertige Kohlenhydrate und isst überwiegend Fett und Protein, dann nimmst du deinen Muskeln die Energie. Die Muskeln sind das größte Speicherorgan für Glukose, nicht für Ketonkörper. Für alle, die das noch nicht gehört haben, Ketonkörper entstehen, wenn der Körper Fett als Energieträger verwendet. Und jetzt aufpassen, das Folgende ist wichtig für alle, die Muskeln aufbauen wollen. Im Übrigen ist Muskelaufbau für erfolgreichen Fettabbau essentiell. Ja? So, also aufpassen, die Typ 2 Muskelfasern sind die, die dicker werden können, die schnell zuckenden Fasern. Also jene, die man trainiert, wenn man seine Muskeln dicker und voller haben will. Diese Fasern brauchen essentiell Glukose, um zu funktionieren. Diabetiker des Typ 2 haben komischerweise sehr viele dieser Muskelfasern. Das wurde bei Diabetikern festgestellt, die nicht trainieren. Der Körper braucht Speicherplatz für Glukose und wandelt aus diesem Grund alle Fasern, die er kann, in Typ 2 Fasern um. Denn Diabetiker haben bekanntlich oft zu viel Glukose im Blut. Schnell zuckende Muskelfasern haben einen Metabolismus, der auf Glukose angewiesen ist. Wer sich also Low Carb ernährt, braucht sich nicht wundern, wenn die Muskeln nicht so richtig wachsen. Anmerkung: Wenn ich von Kohlenhydraten spreche, sind ausschließlich hochwertige, naturbelassene Kohlenhydrate gemeint. An diesem Beispiel kann man leicht erkennen, dass man einen Großteil der Informationen in diesem Bereich in die Tonne treten kann. Ein weiteres Problem ist, dass es Menschen gibt, die keinerlei Ausbildung oder kaum Ausbildung haben und sich trotzdem Coach nennen. Coach und Berater sind keine geschützten Begriffe. Jeder kann sagen, ich bin Ernährungsexperte oder Fitnesscoach oder was weiß ich. Das ist eher der Standard geworden, dass Menschen ohne Ausbildung anderen sagen wollen, wie was funktioniert und wo es lang geht. Da müssen wir nur zu den Grünen in den Bundestag schauen. Keinerlei Ausbildung, null Kompetenz, aber trotzdem so tun als ob. Und so ist es auch im Bereich der Fitness. Und so kommt es, dass Menschen falsche Informationen und mangelhafte Anleitung bei ihrem Abnehmvorhaben bekommen. Was soll daran so schwer sein, jemandem beim Abnehmen zu helfen? Wieder nur ein Beispiel. Es gibt verschiedene Übergewichtstypen. Es gibt 4. Und die müssen alle anders trainieren, um schnell und effektiv das Fett loszuwerden. Das weiß kaum einer. Es handelt sich hier nicht um Ektomorph, Mesomorph und Endomorph. Dann wird viel nachgequatscht, was gerade Mainstream ist, ohne es mit jahrelanger Erfahrung abgleichen zu können und so weiter. Wir haben also eine wilde Mischung, die verhindert, dass Menschen erfolgreich abnehmen können. Körperliche Prozesse, die durch verschiedenste Faktoren nicht mehr richtig funktionieren. Das ist ein großes Feld, ein weites Feld, wie zum Beispiel der Metabolismus der Muskelzellen. Dann haben wir ein ungünstiges Mindset hervorgerufen durch individuelle Erfahrungen und falsche Informationen. Und eine große Riege an Coaches, die kaum eine Ahnung haben, aber so tun als ob.
Was ist jetzt zu tun? Meine Empfehlung ist, zuerst einmal vieles zu vergessen, vor allem deine Fehlschläge für dein Mindset. Dann viele der falschen Informationen vergessen, zum Beispiel die, über die wir gerade gesprochen haben. Mal hinsetzen und ganz klar und ehrlich die Fehler der Vergangenheit analysieren. Finde heraus, an welchen Stellen du dich immer wieder selber sabotierst. Ausreden sind zum Beispiel, ich habe keine Zeit, ich habe kein Geld, jetzt noch nicht, erst nach dem Urlaub, nach dem Umzug, wenn die Kinder raus sind und vieles mehr. Erstelle dir einen Wochenplan, wann du was machen willst, einen Trainingsplan und einen Ernährungsplan. Danach keine weiteren Bücher oder Videos mehr, sondern nur noch durchziehen. Und jetzt stell dir vor, wie du in nur 3 Monaten aussiehst, wenn du deinen Plan befolgst. Vorausgesetzt, er ist gut. In 3 Monaten kann man echt viel erreichen. Ich sehe das immer wieder. Kommt natürlich darauf an, wo du startest, was deine Ausgangssituation ist, wie fit oder unfit du bist und was deine Ziele sind. Aber 3 Monate das Richtige tun ist echt wie Magie. Dein Bauch kann in dieser Zeit viel flacher und definierter sein als vorher. Deine Muskeln werden sichtbar und du bist wesentlich fitter. Wenn du heute startest, und das ist wichtig, nicht warten. Wir müssen immer sofort anfangen, wenn wir uns Ziele setzen. Wenn du heute startest, wird sich deine Vitalität, deine Fitness und dein Selbstwertgefühl dermaßen verbessern, wie du es heute noch gar nicht verstehen kannst. Ich sehe nach 3 Monaten regelmäßig völlig andere Menschen nach der Zusammenarbeit vor mir. Bedenke immer, wir können jeden Tag in unserem Leben nur einmal leben, jede Sekunde nur einmal. Wer bewusst mit seinem Leben umgeht, macht sich das klar. Intellektuell ist das schnell begriffen, aber fühle es mal, mach es dir mal so richtig bewusst. Wenn du heute Abend ins Bett gehst, dann gehe den Tag nochmal durch und frage dich, ob du alles aus diesem Tag herausgeholt hast. Hast du dein Ziel verfolgt? Bist du zufrieden mit dir? Oder trägst du ständig die Gedanken mit dir rum, ich müsste endlich mal, Punkt, Punkt, Punkt. Setze an die Stelle der Punkte das ein, was du schon lange eigentlich machen willst. Ich habe diesen Prozess bei sehr vielen Menschen begleitet und kenne den schnellsten und effektivsten Weg zu einem flachen Bauch und schöner Muskulatur. Ich biete dir an, mal mit uns, mit mir und meinem Team zu sprechen und zu klären, wie du dein persönliches Ziel schnell und sicher erreichen kannst. Es ist ein völlig unverbindliches Gespräch, aus dem du ganz sicher einen großen Mehrwert und viele wertvolle Informationen ziehen kannst. Darauf legen wir großen Wert. Denn wir machen nicht jedem ein Angebot, aber du sollst auf jeden Fall etwas von diesem Gespräch haben und davon profitieren. Da wir sehr viele Anfragen bekommen, arbeiten wir nur mit den Menschen zusammen, wo wir sehen, dass es passt und dass die Ziele auch erreicht werden können. Wenn du in 3 Monaten bereits ganz anders aussehen willst, mit 10, 20 oder 30 Kilo weniger und guten Muskeln und den Sommer so richtig genießen willst, dann warte keine Sekunde länger und melde dich bei mir. Den Link findest du gleich unterhalb dieses Videos. Ich freue mich auf dich. Bis gleich und ciao.